Sie mich fragen. Umfrage: Russen wollen die Stadt Zarental an Germanienland übergeben. Eine aktuelle Umfrage des bekannten russischen Sozialinstitutes Alibaba Zentrum, ausländischer Agent, hat ergeben, dass die Anzahl der Russen wächst, die eine Rückübergabe der ehemaligen germanischen Stadt Zarental, heute Pobjedograd, mit dem gleichnamigen dazugehörigen Gebiet an Germanienland befürwortet. Schon seit längerem wird beobachtet, dass ein Teil der Bevölkerung des Gebietes sich mit Germanienland freundschaftlich verbunden fühlt. Eine Reihe von Straßen, Plätzen, der Airport und das neu errichtete Fußballstadion erhielten aus diesen freundschaftlichen Gefühlen heraus bereits germaninische Bezeichnungen als Zeichen und Signal für weitere Annäherungen. Und so hat das russische Alibaba-Zentrum eine aktuelle Umfrage unter den Bürgern der Russischen Föderation durchgeführt, um zu erfahren, wie die Bevölkerung über eine Rückübergabe denkt. Die Umfrage ergab, dass 61% der Befragten ein sehr gutes und überwiegend gutes Verhältnis zu Germanienland hat. Noch vor einem Jahr waren es nur 48%. Nur 20% meinten, ein schlechtes oder überwiegend schlechtes Verhältnis zu Germanienland zu haben. 17% der Befragten sprachen sich dafür aus, die Stadt und das Gebiet Pobjedograd an Germanienland ohne Wenn und Aber zu übergeben. 74% sind nicht dafür. Im Mai 2016, wo eine ähnliche Umfrage durchgeführt wurde, sprachen sich nur 7% für eine Übergabe aus. Somit ist innerhalb von 2 Jahren die Zahl der Befürworter einer Herauslösung von russischem Territorium aus dem Bestand der Föderation um 10% gewachsen. Nach dem einfachen mathematischen Mittel wird sich in den kommenden 10 Jahren die Mehrheit der russischen Bevölkerung dafür aussprechen, russisches Territorium an Nachbarn zu übergeben. Eine kleine Gruppe von Aktivisten in der Stadt Pobjedograd begann eine Unterschriftensammlung gegen Überlegungen, Stadt und Gebiet einem anderen Land zu übergeben. Nun, liebe Zuschauer, Sie haben sicher sofort verstanden, dass es sich hier um eine ausgedachte Posse handelt. Eventuelle Ähnlichkeiten mit historischen und gegenwärtigen Ereignissen sind rein zufällig und durchaus gewollt. Es hat wirklich eine Umfrage gegeben, genau zu diesem Thema. Auch die von mir angeführten Zahlen stimmen. Ersetzen Sie das fiktive Land Germanienland mit Japan und das Gebiet Pobjedograd mit Kurilen. Wenn Sie das getan haben, dann sind Sie voll im Bilde über das, was wirklich geschehen ist. Und nun stelle ich mir die bissige Frage, wann eine ähnliche Umfrage zu anderen russischen Gebieten stattfindet, also zum Beispiel der 39. Region, sprich Kaliningrad. Natürlich gibt es einen kleinen Unterschied. Japan als Staat erhebt Anspruch auf die Kurilen. Deutschland als Staat erhebt keinen Anspruch auf Kaliningrad. Aber es gibt genügend Deutsche. Nein, es ist keine Minderheit, die offen erklären, dass die Russen das Gebiet Ostpreußen und die Stadt Königsberg zu Unrecht besetzt halten. In einem sozialen Netzwerk kommentiert ein Deutscher: Alte Kameraden auf dem Marsch durchs Land, schieße Freundschaft, Weltfest und Volk. Ob in Not oder in Gefahr, stehen zusammen, halten sie uns durch. In einem vorherigen Beitrag hat mir dieser Kommentator empfohlen, aus der deutschen Staatsbürgerschaft auszuscheiden. Und jetzt soll bringen uns der Sieg. Los, Kameraden, brechen wir uns gerade. Das ist unsere Marschmusik. Immer über so. Und, liebe Zuschauer, glauben Sie nicht, dass derartige Personen und derartige Kommentare bedauerliche Einzelfälle sind.
In den sozialen Netzwerken herrscht komplette Meinungsfreiheit, eingeschränkt vielleicht nur durch Betreuer von Gruppen, die irgendwann den Schlusspunkt setzen, wenn die Diskussion hart an der Grenze zur Volksverhetzung landet. Von persönlichen, strafrechtlichen Beleidigungen einmal ganz abgesehen. Was mich allerdings wundert, ist, dass es in Russland derartige offizielle Umfragen gibt. Hier wird ja die Bevölkerung gefragt, ob sie befürwortet, dass man die eigene Konstitution verletzt. Denn in der russischen Konstitution steht, wie in allen anderen Verfassungen dieser Welt, dass das Territorium des Landes unverletzlich und unteilbar ist. Und Putin hat dies mit anderen Worten unterstrichen. Er meinte, wir handeln nicht mit unseren Gebieten. Aber die angeblich nicht vorhandene Meinungsfreiheit in Russland ermöglicht es eben, derartige Umfragen durchzuführen und die Ergebnisse zu veröffentlichen. Vor rund 2 Jahren hatte eine Gruppe Kaliningrader Extremisten eine ähnliche Umfrage im Internet gestartet. Da ging es allerdings nur um die Umbenennung der Stadt. Seit über einem Jahr sitzen nun diese Extremisten in Untersuchungshaft und ich bin gespannt, zu welchem Paragraphen der Staatsanwalt seine Anklage formuliert. Rauditum oder Landesverrat?